Signum der Gegenreformation. Und das ging ja später auch noch weiter. Aber dennoch haben manche Gläubige nach wie vor das Gefühl, Maria würde eher spalten als die Gläubigen verbinden. Denken wir zum Beispiel mal an das Dogma von der unbefleckten Empfängnis, was viele Menschen nicht verstehen, was man vielleicht hier nochmal klar machen sollte. Was steckt eigentlich dahinter? Wenn Menschen das Dogma von der unbefleckten Empfängnis nicht verstehen, muss man zuerst einmal fragen, ob das nicht die Kirche selbst schuld ist. Vielleicht verkünden wir die marianischen Dogmen nicht mehr exakt genug. Und das Dogma von der unbefleckten Empfängnis bedeutet die Erbsündenfreiheit Mariens. Maria ist ganz von der Erbsünde frei. Das heißt also, alles auf Null. Das Spiel beginnt von vorne. Eva war ohne Erbsünde und hat versagt. Maria ist ohne Erbsünde und die hat's gepackt. Also das Dogma bedeutet, alles auf Null, zweite Chance für die Menschheit. Und wir haben die Pflicht, diese marianischen, ich sage ungern Dogmen, sondern diese marianischen Lebensweisheiten so zu verkünden, dass Menschen im Alltag spüren, das ist ja eine Befreiung. Wir sind frei durch Maria. Und